Wenn wir was fragen, wir kriegen in kürzester Zeit eine Antwort. Also das ist wirklich, wirklich ein Service, das ich so noch nie erlebt habe. Ja, also danke dafür. Ja, Danke. weil dann kann man gleich weitermachen, weißt? Ja, Also das ist schon, darum geht's ja. dann Ja. muss ich das nicht jetzt 3 Tage liegen lassen, ja, bis ich eine Antwort kriege, sondern es geht was weiter, die Umsetzung geht weiter. Das ist der Plan dahinter. Das ist so viel wichtiger. Ich habe es gerade schon gesagt. Ne? Oh, dir helfen die besten Anleitungen nicht weiter, wenn du dich nicht hinsetzt. Also wirklich mal nach einem Stück Video Stopp machst und das dann auch direkt implementierst. Es kommt kein Dritter und macht das für dich. Wer soll es denn machen? Nur wir selber können über uns hinauswachsen. Genau, ja. Das ist toll, machst du das. Bin ganz, ganz stolz auf dich und sehr glücklich, dass du bei Danke. uns bist. Herzlich willkommen, liebe Esther. Esther ist ja, bei uns in der Goldgruppe und Expertin für feinfühlige, emotionale, unabhängige Frauen. Und ja, liebe Esther, erzähl, was hat es mit deiner Gruppe auf sich und wie genau begleitest du deine tollen Frauen? Ja, hallo Lisa, danke, dass ich da Hallo. sein darf. Ja, ich bin Expertin für feinfühlige Frauen, die emotional unabhängig werden wollen von Bewertungen anderer, von Bewertungen von außen, natürlich auch von ihren eigenen Bewertungen und um einfach ihr authentisches Ich leben zu können, ohne Angst vor Zurückweisung anderer zu haben, ja, ohne sich verstellen zu müssen. Oder ja, sich anpassen zu müssen, eben aus dieser Angst heraus. Genau. Du hast das selbst erlebt, kommst selbst aus einer Geschichte oder wie bist du zu dem Thema Ganz gekommen? genau, ganz genau. Also ich bin sozusagen, ich war meine Kundin. Genau, also ich habe das alles selber durch. Ja, ich habe wirklich. Also ich habe Burnout-Phasen hinter mir, Depressionen und. Die wirklich krassere Geschichte. Also und ich habe ganz viel in meinem Leben gewandelt. Ich war einfach wirklich sehr angepasst. Ich habe mein Verhalten, also mir war immer wichtig, dass es den anderen gut geht. Habe auf mich selber vergessen dabei, ja. Oder wusste das gar nicht, dass ich auf mich schaue, habe immer Ja gesagt statt Nein, konnte mich nicht abgrenzen, habe immer ganz viel wahrgenommen, war immer wahrnehmend und konnte damit nicht umgehen. Und gerade feinfühlige Frauen sind ja auch noch zusätzlich, also sind einfach so extrem wahrnehmend, auch wenn sie sich dem vielleicht dann auch manchmal, je nachdem, wo sie steht, gar nicht so bewusst ist, ja, die Frau. Und wir können ganz oft nicht umgehen damit. Und ich habe da ganz viel in meinem Leben für mich verändert, ja. Und genau das möchte ich einfach den Frauen mitgeben auf ihren Weg, weil sie dadurch viel, viel mehr Leichtigkeit in ihr Leben ziehen können. Und es ist einfach eine ungemeine Lebensqualität, die ja, sie dadurch für sich kreieren können. Und der erste Schritt, wie die Menschen natürlich zu dir finden, ist momentan deine Facebook-Gruppe, richtig? Das heißt, Ganz da genau. finden sie dich erstmal, haben erstmal auch diesen geschützten Rahmen, wo du dann, ja, oder andersrum, wo ihr euch beschnuppern könnt, warm werden könnt Genau. miteinander, um dann Hand in Hand auch wirklich, ja, die Strategien wahrscheinlich umzusetzen. So ist Ganz das bei genau. dir, oder? Ganz genau. Private Gruppe und auch noch dazu für feinfühlige Frauen ganz wichtig. Ich bin unlängst erst wieder gefragt worden von einer, ob das öffentlich ist, was hier. Wenn sie sich jetzt zeigt, ich habe sonntags immer meinen Wellness, wie heißt Wellness-Sonntag, wo die Frauen sich zeigen können. Im Zuge dessen hat die halt auch gefragt. Und es ist halt gerade bei den feinfühligen Frauen, also ich finde es sowieso gerade wichtig, einen geschützten Rahmen zu haben. Gerade für dieses wirklich hat es nochmal einen anderen Stellenwert, glaube ich. Und ja, es ist wie Genau. ein erweitertes Wohnzimmer, ne? Ja, total schön. Also das heißt, die können sich untereinander zeigen, also sich untereinander austauschen, aber eine dritte Person von außen, die mit dem Thema nichts zu tun hat, die kriegt das nicht mit, ne? Das ist Ja, das Coole an einer privaten Facebook-Gruppe, die du dir ja ganz genau das aufgebaut und hast. genau. Und ich habe auch, also es gibt ja Gruppen auf diesem Markt, das ist Ja. ja, da ist ja eine Umgangssprache gang und gäbe, also das gibt es bei mir nicht. Ja, das ist wirklich wertschätzend, das ist
eigentlich eine wirklich coole, hochschwingende Energie in der Gruppe. Ganz, ganz Ja. viel Geborgenheit auch, ne? Viel Geborgenheit, ganz genau. Ich glaube, dass ich das jetzt wirklich hinbekommen habe. Dank Hast du? euch auch. Konnte mal reinsneaken, ja, weil wir natürlich an einer Strategie gearbeitet haben. Aber jetzt Ganz fangen wir mal genau. ganz vorne an, liebe Esther. Bevor du zu den Rockerellas gekommen bist, wie war dein Gefühl zu deiner Facebook-Gruppe? Was war da los? Du hast ja schon eine relativ große Gruppe am Anfang gehabt, gell? Ja, genau, ich hatte 880 oder 870 Mitglieder, Ja. weil ich vorher einfach eine andere Strategie gefahren bin, auch mit Werbung schalten und. Und ja, sie war eigentlich hatte ich immer das Gefühl, ich arbeite, ich tue, also ich poste, ich und es kommt nichts zurück. Ja, ich hatte mal verkauft, ja. Ich hatte auch ein zweites Mal verkauft, aber das zweite Mal ist irgendwie anders entstanden. Nicht direkt über die Gruppe. Also es ist so, aber es war, ja, es war irgendwie nicht lebendig. Ja. Und wie ist es jetzt? Null lebendig. Eigentlich in euren Worten würde ich sagen, sie war tot. Tot, ja. Naja. Obwohl ich dran war, ja. Das ist ganz schön anstrengend, ne? Wenn man mag, Ja. tut und nichts passiert, keiner hört zu. Ja. Ja. Dann Es hast du unsere hört Strategie keiner zu. umgesetzt. Und was dann passiert? Dann bin ich irgendwie euch begegnet. Und ich habe mir heute Gedanken gemacht, wie, ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich habt ihr die Strategie angewandt. Mit Sicherheit. Also ziemlich sicher. Ich weiß, ich bin mit dir dann in Kontakt gekommen, Lisa. Ja. Und ich bin in eurer Gruppe gelandet und habe mir gedacht, wow, was geht da ab? Ja? Da haben wir gedacht, boah, was für eine geile, ich sage das jetzt, was für eine geile Energie. Ja? Und darunter habe ich Gänsehaut, wenn ich das jetzt sage, ja. Und habe gedacht, das will ich auch. Ja. Und ich bin eine, die nicht gleich so tschak springt. Ja, ich habe wirklich schon wirklich viel Geld investiert. Ja, aber dann irgendwie war es für mich klar, ich möchte bei der Goldgruppe mit dabei sein. Ja. Bist auch direkt dann doch reingehüpft, dafür, dass du Ja, nicht sofort springst, hast du es dann doch gemacht. Voll toll. ja. Ja. Ich habe dann nicht noch geschrieben, Lisa, nehmt ihr mich noch mit oder so, ja? Ja, genau so war's. Voll toll, natürlich haben wir dich mitgenommen. Ist doch schön. Ja, und dann hast du deine Gruppe erstmal auf links gedreht, richtig? Ganz genau, aber natürlich auch mit Hürden. Ja, Was und läuft es schon gerade ist. im Leben, ne? Bitte? Was läuft schon gerade im Leben? Ja, Was was läuft läuft schon denn gerade gut? im Leben? Ja. Genau, ja, also ich hab tatsächlich mittlerweile wirklich das Gefühl, es läuft, es macht mega Spaß. Und was wirklich krass an der ganzen Sache ist, dass ich noch nicht einmal alles umgesetzt habe von der Strategie. Ja. Und ich noch zusätzlich von Facebook wirklich sehr eingeschränkt bin. Ja. Vor Dann. allem, um eure Strategie wirklich so umzusetzen. Ja. Und gleichzeitig, ja, scheint auch das, was ich machen kann, schon zu wirken. Ja, du hast schon Ja. verkauft, ne? Ich habe verkauft einmal, genau. Genau, Direkt los, ja. ich Super. habe verkauft, ja. Und das ist schon auch, also ich meine, ich werde ganz anders ausgespielt, gell? Ja. Das ist nämlich alles ein Prozess, ne? Es sind viele Zahnräder, die da ineinander laufen müssen, aber auf eine bestimmte Art und Weise. Und Ja. ja, wenn da schon so ein paar Bugs drin sind, dann dauert das natürlich einen Ticken länger oder anders. Das ist genau das Thema, was du gerade angesprochen hast. Wenn Facebook Ja. einen da erstmal so ein bisschen noch zurückhält, aber auch dafür haben wir Strategien, wie du dich da wieder rausarbeiten kannst. Genau. Das ist das Und eine und das andere. Es gibt ja genug zu tun. Ist ja. ja nicht so. Also man kann ja, wenn man das eine gerade nicht umsetzen kann, na, dann setze ich halt das andere um, ne? Genau. Also eine Umsetzungspause gibt es nicht, außer der Körper zwingt einen nieder, ne? Ja, aber auch dafür, ne, du bist auch Mama von zwei Kindern, richtig, Ja, Esther? zwei, genau, Von zwei kleine zwei Kinder. Kindern, hast noch einen Hauptjob und natürlich ist es auch so, dass du das alles gewuppt kriegen musst. Wie läuft Ja. es mit uns? Wie fühlt sich das an? Kriegst du das gut unter oder? Ja, also ich, ja, wie soll ich sagen? Ich habe mich früher immer so gequält, dass ich muss alles sofort umsetzen und, ja. Und das Schöne ist, ich habe jetzt weiterhin eine Membership bei euch buchen können. Das heißt,
es nimmt mir auch da wieder den Stress. Also ich kann weiterhin im Programm bleiben, Kannst du ja. wenn ich das so verraten darf. Absolut. Das ist für alle Power Ladies so, ja. Und ja, und ich kann immer wieder reinschauen. Ich arbeite immer noch ab, ja, und freue mich jetzt wirklich dann auch noch die restlichen Sachen umzusetzen. Und ja, ich habe noch einen, ich nenne ihn so gern Brotjob, ja, als Sonderschullehrerin. Ich habe zwei Kinder, 5 und 7 Jahre alt. Wir bauen Haus um, ja. Also wir haben Haus gekauft, das wir renovieren, so. Also es sind so, es ist Viele wirklich, Baustellen. wirklich viel und gleichzeitig aber ist es so, bin ich so Feuer und Flamme, dass ich dann halt wirklich am Abend mich auch gerne hinsetze, ne? Und ja, es geht eh allen so, glaube ich. Also die Genau. Man hat immer so die Vision, irgendwann kommt das Zeitfenster, kommt der Tag und dann mache ich das dann. Ja, aber hey, das Leben, das kommt dazwischen und das Leben Ja. wird immer dazwischen kommen. Ja. Ja, und es ist wirklich Schritt für Schritt, Ja. ja. Einen Schritt nach dem anderen. Und ich meine, wir haben Krankheiten gehabt. Also wir waren zu weit, wir waren alle krank, ja. Von September weg bis Dezember haben wir drei Sachen durchgemacht, ja. Also das war wirklich, und es ist dann so. Es ist einfach so, ja. Und Schritt für Schritt und verkauft habe ich, ja, als ich mit Fieber im Bett gelegen bin. Ja. Also, und für alle, die das jetzt hören, ja, es ist, ich habe schon wieder Gänsehaut, ja, es ist gigantisch, es ist Erzähl so, auch es ist, also von wegen, man muss immer in High Energy, also sagen eh, ich höre das eh niemanden sagen, aber viele glauben es, viele glauben, dass sie wirklich in High Energy sein müssen, immer haha, hi, ho, gut drauf sein müssen, ja, gar nicht, ja, bin wirklich mit Fieber im Bett gelegen und ich habe dann Klarheitsgespräch, bei mir heißt das Herz-zu-Herz-Gespräch, habe ich dann am selben Abend noch gemacht. Ich habe das Fieber runtergedrückt, einfach weil ich gewusst habe, es ist mir ein Beitrag. Ich habe mir gedacht, nein, Gottes Willen, das werde ich sicher nicht machen, ich bin krank, ja. Und dann aber, da ich aber so mit meinem Körper verbunden bin, das ist auch Teil meiner Arbeit mit den Frauen, ja, habe ich einfach gewusst, nein, das trägt mir bei und habe es dann halt gemacht. du bist der Und habe Knaller. verkauft! Ja, na klar. Du, man darf sich manchmal auch einfach nicht selbst im Weg stehen. Wenn man anfängt, das muss erst perfekt sein, die Energie muss da sein, ja, das Haus muss fertig gebaut sein, alle Kinder müssen gesund und in der Schule sein und so weiter und so fort. Wenn du wirklich dir, hör mal, also mehr Steine kann man sich ja selber gar nicht in den Weg legen. Man muss manchmal einfach wirklich Schritt für Schritt gehen, nicht nur manchmal, das muss man generell, aber auch die Steine aufgreifen, die vor einem liegen und die mal kurz an die Seite räumen und einfach weitermachen. Genau, Also klar, genau. wir dürfen nicht unseren Körper übergehen. Also ich hoffe, du bist Ja, ins Bett gegangen. genau. Nein, Nein, ich bin aber eben nicht übergangen. Eben genau. nicht, ja. Das hätte ich nicht gemacht. Ich Ja. bin eben nicht übergangen. Das war wirklich, es war so ein, oh ja, ich will, ja. Also der Körper. Also es war, und ich meine, weil du sagst Schritt für Schritt und neben all den Sachen, ja, dann schaut es halt mal aus. Also weißt du, Kennen dann wir alle, steht halt die ja? Wäsche eine Woche da herum, Ja. ja. Also, So, geht die Welt unter, weißt du, dann darüber interessiert ja redet ja keine Ratte keiner im mehr. Hintergrund. Voll toll. Esther, meine Liebe, wie fühlt sich das denn jetzt mit deiner Gruppe an? Wie Ja. ist da jetzt die Energie? Wie ist das? Gehst du gerne in deine Gruppe? Hast du Bock da drauf? Oder Ja. quälst du dich rein? Postest du Ja. gerne? Bist du gerne Ja. live? Und tatsächlich ist das Post noch viel leichter geworden für mich. Und am Anfang habe Ja. ich mir gedacht, was? Nein, das schaffe ich nie. Ja. Das war so der erste Gedanke. Und haben wir gedacht, naja, aber irgendwie. Also, es macht Spaß. Und was ich wirklich verstanden habe, ist, ja, dass es darum geht, Verbindung aufzubauen. Ja. Ja. Also, das ist wirklich das, was ich verstanden habe. Und genau das ist so auch die Motivation dahinter. Und das Geniale ist, es macht so Spaß, in der Verbindung mit denen zu sein. Ich mache das nicht. Also, ich habe das Gefühl, ich kenne jetzt schon so viele Frauen in meiner Community, ja, mit denen ich fühle mich fast, ja, es ist wirklich eine Nähe da. Und man kennt sich, ja. Also, ich kenne die, ich weiß, was die gern macht, ja. Ich weiß, dass die so und so viele Kinder hat oder einen Hund hat oder. Und noch viel mehr Details, ja. Und andersrum ist es ja eben auch so, ne? Die wissen Ja, jetzt auch, ja. okay, bei der Esther, da kann ich auch mal einfach drauf losschnacken und die hilft mir weiter und vielleicht kann ich der Esther auch weiterhelfen.
Und das ist ja genau die Beziehung, die du brauchst, um dann überhaupt den nächsten Schritt gehen zu können, aus deinen Genau. Mitgliedern Ja. auch Kunden zu machen. Ja. Weißt du, ich empfinde das immer wie, kennst du die Menschen, die immer nur zum Geburtstag anrufen oder wo man selber auch zum Geburtstag anrufen muss und sonst hat man überhaupt nichts miteinander zu tun? Ich denke mir immer so, ich meine nicht die Herzensmenschen, wo man keine Zeit füreinander hat, weil man irgendwie ganz, ganz woanders wohnt oder so, sondern einfach dieses verpflichtende, irgendwelche Großtanten oder so, ja? Wo ich so denke, weißt du, im normalen Leben fragst du mich doch auch nicht, wie es mir geht. Und jetzt? Das ist so weird. Und genau das ist das, was auch in einer Gruppe passieren darf. Wenn die Menschen, wenn du Bock auf die hast, dann haben die auch Bock auf dich, wenn du denen fragen kannst, wenn du die fragen kannst, ne, wie geht's dir, was ist da los? Hey, dann werden die dich auch noch 10-mal zurückfragen oder Ja. ne, einfach Bock Ja. darauf haben, mit dir eine gute Zeit zu haben. Ja. Ja, genau. Also es ist so schön, ich krieg Rückmeldungen, ja, von den Frauen. Ich feiere die und sage, hey, so cool, dass du heute gepostet hast und so. Und sie, ja, hey, ich genieße es so, in deiner Gruppe zu sein. Es ist so wertvoll, was du da machst, ja. Und du bist so eine Inspiration für mich. Ja, so schön, ne? Und es ist eigentlich genau das, was ich will, ne? Ich will ja Beitrag für die anderen sein. Und es macht so viel Spaß. Nein, es ist wirklich, also es lohnt sich wirklich. Es macht ganz viel Spaß. Und genau dieses Verbindung aufbauen, das ist so, so wichtig. Das habe ich jetzt verstanden. Das habe ich vorher so nicht verstanden gehabt, was Verbindung aufbauen bedeutet. Ja, man denkt immer, es ist ein langer Post oder so ein langer Text und so. Naja. Darf halt nicht diese One-Man-Show sein, ne? Es muss dieses, hey, wir beide zusammen. Oh, ich freue mich sehr, deine Worte zu hören und auch zu sehen, wie du strahlst und wie es dich glücklich macht, dass das alles einen Riesensatz nach vorne gemacht hat, dass du verkauft hast. Hallo, wie cool ist denn das? Ja, es ist voll genial. Das Ja. stimmt. Ja, und es geht weiter. Ja. Also, ich habe wirklich das Gefühl, das Jahr 2024 wird mein Jahr. Ja, hör mal, jetzt hier laut gesagt, ihr wisst Bescheid. Ja, es Alle wird mein Freunde sind die Jahr. sensiblen Frauen. Holt Stefan zu Oh Esther. ja, und jetzt geht es wirklich auch um Umsatz machen, ja? Und Fokus halten und nicht da herum schafteln, sagen wir in Österreich, da herum machen und da herum machen und sich da wieder ablenken und so, sondern Umsatz machen. Und das ist auch das, wo ihr einfach auch diese Leichtigkeit mit reingebracht habt, ja? Tut euch nicht zu viel an, ja? Macht so und so und so. Also das ist so, ja, das ist genau das Puzzlestück, was mir noch gefehlt hat. Das seid ihr. Oh. Aber Ja, wirklich. weißt du, es macht auch Spaß, mit Menschen zu arbeiten, also jetzt mit dir in dem Fall, Esther, die auch umsetzen, die Bock haben. Und nicht jeder Tag ist rosig und toll. Und trotzdem Ja. dranbleiben, weitermachen und Bock haben und Fragen stellen. Weißt du, ihr, also unsere Coaches da draußen, ihr stellt auch so tolle Fragen, weil das ist doch das, was uns dann weiterbringt. Und ja, wirklich ist es eine große Freude, ein großes Fest, mit euch Dankeschön. zusammen Ja, zu arbeiten. danke. Ich möchte noch ganz kurz was zu den Fragen sagen. Es ist wirklich was ganz Besonderes auch, wenn wir fragen, und ich bin eine, die eigentlich immer wieder viel fragt. Immer gerne. Alle Und Herzen. wenn wir was fragen, wir kriegen in kürzester Zeit eine Antwort. Also das ist wirklich, wirklich ein Service, das ich so noch nie erlebt habe. Ja, also danke dafür. Weil Danke. dann kann man gleich weitermachen, weißt? Also das Ja, ist schon, darum geht's also ja. da muss ich das nicht jetzt 3 Tage liegen lassen, ja, bis ich eine Antwort kriege, sondern es geht was weiter, die Umsetzung geht weiter. Das ist der Plan dahinter. Das ist so viel Ja. wichtiger. Ich habe es gerade schon gesagt. Ne? Oh, wir helfen die besten Anleitungen nicht weiter, wenn du dich nicht hinsetzt. Also wirklich mal nach einem Stück Video Stopp machst und das dann auch direkt implementierst. Es kommt kein Dritter und macht das für dich. Wer soll es denn machen? Nur wir selber können über uns hinauswachsen. Genau, ja. Da toll machst du das. Bin ganz, ganz stolz auf dich und sehr glücklich, dass du bei Danke. uns bist. Vielen, vielen Ich Dank für auch. deine ganz lieben Worte und hab jetzt noch einen schönen Tag mit deinen Sehr Kids. gerne, du auch, Lisa. Dankeschön. Danke, Ciao. meine Liebe. Tschüss. Baba, ciao.